Okay, wir müssen jetzt Lunatic Pandora. Die müsste hier unten irgendwo sein. Einfach mal fliegen und gucken. Ach, hubala, hier ist er. Ich flieg mal rückwärts. Ah, nee, ich dachte, man könnte... Ach doch, hier, man kann sie jetzt größer sehen. Ein bisschen noch nach vorne. Das ist die Lunatic Pandora. Was diese komischen Lichtdinger sind, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich Energie oder so. Diese ist jetzt über diesem... Weiß gar nicht, was das genau ist. Dort haben wir den Ring des Salomon geholt. Und wir werden jetzt einfach mal reinfliegen und alles geschehen lassen. Jetzt wird's ernst. Na klar, das wird schon. Keine Sorge, keine Sorge. Na, die haben Mut, dann einfach frontal drauf zu fliegen. Ja, das geht ja nicht so schwer. Aber die Ragnarok sieht schon cool aus. Das ist, glaube ich, das geilste Luftschiff wird so, was ich in dem Final Fantasy See gesehen habe. Ja, und wir legen an. Das muss wohl so eine Art Anker sein. Tschüss, Selfie. Willst du nicht mit? Nein, also das wäre jetzt, glaube ich, die letzte Möglichkeit, noch abzuhauen. Das ist mir aber egal. Ich werde jetzt hier einfach mal weitermachen. Bye, bye, Städte. Nie wieder sehe ich euch. Warte mal, wo war denn der Ausgang? Nee, hier war er nicht. Was, Level 29? Weil ich so lange nicht mehr gekämpft habe, oder was? So, ich glaube hier. Dann durch das große Tor. Und dann hier hinten raus oder so. Nee, wo war denn das? Hier raus? Ich glaube hier raus. Ja. So, das war mal ein Krach. Bestimmt sind es mal wieder die Seeds. Das kann nur Raichen und Fuchin sein. Ah, also doch. Ja, das wurde ja beim letzten Mal gesagt. Beim nächsten Mal wird's ernst. Nee, Adel wird auch nicht wieder wachen. Aber was ist denn für die positiv, dass sie wieder erwachen? Das verstehe ich nicht. Genau. Ja, wieder mal ein Bosskampf. Kein Problem. Die dürfte jetzt auch nicht zu schwer werden, die Sache hier. Einfach drauf. Soweit sind wir ja eigentlich ganz gut vorbereitet. Ah, ich habe keinen Rauben gekoppelt. Egal. Ach, das ist lächerlich. Hm, die lassen sich sogar einschläfern. Das ist unglaublich. Was gibt der jetzt schon auf? Gegenangriff ist schon was Tolles. Ach ja, tschüss, tschüss. Das dürfte jetzt hier auch kein Problem werden. Die ist zwar ein bisschen stärker, soweit ich weiß, aber ich glaube, die HP sind weniger. Oder was? Andersrum? Nee, die HP sind weniger. Hier manche Gegner normal irgendwie schwerer. Final-Elixier, das ist auch gut.
20 AP. Kaktu hat was gelernt. Okay. Da werden wir direkt mal zu Kaktu gehen. Ich liebe diese Musik. Die ist so klasse. Autotrank ist nicht so toll, finde ich. Das ist absolut scheiße. Ich werde jetzt einfach Abwehr nehmen. Weil es ist nicht gerade toll, wenn du eigentlich willst, dass die ein bisschen am Rande ihrer Energie sind, um spezielle Attacken natürlich anzuwenden. Und dann benutzt er so einen blöden Autotrank. Ach, der Eisengigant. Na, wenn es nichts mehr ist. Ich sehe den nicht. Wie soll ich denn wissen, wann ich mein... Hä, hallo? Was ist das denn für ein Eisengigant? Eine kleine Attacke. Da war der aber ein Esther schwieriger. Ich habe auch nur ein EXP von dem bekommen. Das ist ja merkwürdig. Wo bin ich denn hier? Ach, okay. Ach, unsere alten Freunde sind auch wieder da. Hallo. Der ist so weit runter degradiert worden, dass er jetzt wieder ein normaler Soldat ist. Ob das wirklich nur Spaß war? Genau. Was? Ich auch? Big Sun Wedge, das war's. Und jetzt sind sie noch nicht mal mehr Soldaten. Warte, warte, ich will mit dem reden. Warum mir das nicht früher eingefallen ist? Aha, wie süß. Gut, wir speichern hier an der Stelle. Sicher ist sicher. Jetzt könnt ihr mal das Spiel abstürzen oder die PlayStation oder was auch immer. Also Aufnahme läuft noch, ja. Das ist gut. Man weiß ja nie. So. Ach ey, wo muss ich denn jetzt hin? Hier vielleicht? Ich habe leider keine Karte von dem Ort. Mein Gott, die sind hier so schwach, die Gegner. Da wieder nur 2 EXP. Das ist doch nicht normal. Eden. Auf jeden Fall geben sie gute AP. So, krabbel, krabbel. Dann gucken wir mal zu Eden. Der, ja, der kann gleich dabei bleiben. Ist eigentlich ganz gut. Okay, also hier irgendwo, glaube ich, bei den Röhren müsste dann auch Adele sein. Aber ich weiß nicht mehr wo. Nee, hier war das, glaube ich, nicht. Ich mache jetzt hier keine Umwege, weil hier wird es nichts mehr zu entdecken geben. Ich war ja schon komplett das letzte Mal hier abgelaufen, alles. Auf jeden Fall müssten wir jetzt, glaube ich, wenn wir den Weg hier lang laufen, müssten wir eigentlich schon fast auf Adele treffen. Da müssen wir irgendwo so eine komische Leiter hochklettern. Und an mehr kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass mein Problem damals war, dass ich zu sehr auf GF gesetzt habe. Und natürlich im Kampf ziemlich schlecht vorbereitet war und auch dort GF benutzt habe. Und das Problem ist aber dabei, dass Adele ja Rhinoa, wie sagt man, gekoppelt hat oder so. Also die so an sich kleben hat. Und da trifft man dann natürlich auch Rhinoa. Und man verliert nicht nur das Spiel, wenn
wir sterben, sondern auch, wenn Rainoir keine HP mehr hat. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier richtig ist. Aber wird schon stimmen. Ich glaube, ich muss jetzt hier die 1 hoch. Hier kann ich nichts ziehen. Ah, ich werde mal Raupen ankoppeln, weil das ist ziemlich wichtig. Und... Na? Komm, Menü. So. Koppeln. Hoffentlich ist es nicht bei ihr. Das ist gut. Weil sie kann ich ja jetzt gleich gar nicht benutzen. Ability. Nee. Dann kann es eigentlich nur noch Irrein sein. Hallo, Raupen? Das muss doch eigentlich... Du warst doch hier. Nee, auch nicht. Oh, bitte nicht sie. Nee, hä? Ist das hier unten drin oder... Oh nein. Dann mache ich mal das hier hin. HP 40. HP 80. Nee, HP 40 müsste reichen. Und dann tausche ich einfach die Kopplungen von Irvine. Oder? Stärke 20, Stärke 40. Na, das ist natürlich mies. Aber wer hat denn Raupen? Jetzt muss ich mal fix schauen. Aber vielleicht habe ich mehrmals Raupen gehabt. Ability? Weil durch die anderen GFs vielleicht ist da was mit dabei. Rarität ist eigentlich ganz nett, würde ich mal sagen. Öko-Triple-Auto-Hast ist auch ganz nett. Stärke 20 ist gut, aber da werde ich mal Stärke 60. Obwohl, ja doch, ist egal. Stärke 60 machen. Und bei ihm... Erstschlag. Condon ist natürlich richtig geil. Ich kann eigentlich nur Squalls Sachen wegmachen. Oder halt diese eine GF, die Raupen hat. Wo ich jetzt mal schauen muss, wer das war. Wer hat denn Raupen? Diabolos oder was? Ja, Diabolos war das. Da muss ich nur gerade die eine GF austauschen. GF? Nee, warte, das wollte ich doch nicht. Koppeln. GF. Hier Diabolos wegmachen. Dann hat sie natürlich keinen HP-Bonus mehr. Das ist jetzt doof. Erstschlag. Muss ich gleich gucken, ob ich irgendeine andere GF habe. Ja, die HP-Bonus hat, die ich dann wechseln kann. Koppeln. GF. Diabolos. Er hat als GFs Quetzer, Ifrit. Oh Gott, der hat verdammt viele. Hier muss ich jetzt natürlich auch gleich mal Raupen koppeln. Raupen. So. Was hat noch HP-Kopplung? Quetzalcoatl hat es. Das heißt, wenn ich jetzt hier Quetzer wegnehme, hat er keine Körperkopplung mehr. Zauber. Was habe ich denn da immer genommen? Komm weg hier. Meltern habe ich da genommen. Na? Da haben wir es. Jetzt muss ich nochmal weiter gucken. Die hat keinen. Ifrit hat noch Körperkopplung. Da scheint jetzt aber nichts so Schlimmes wegzugehen. Nee, sieht sogar noch ganz gut aus hier. Das werde ich wegmachen. Da kommt stattdessen Hassbotus und. Nee, das muss jetzt nicht sein. Angriff durch HP-Verbrauch auch nicht.
Wir nehmen jetzt einfach mal Tron. Kann man ja immer gebrauchen. Oder lieber sowas hier. Eigentlich werden die nichts mehr Gutes drawen können. Item ist schon ganz gut, denke ich. Okay, und sie kriegt jetzt einfach mal Ifrit. Und kann dadurch natürlich wieder ihre HP koppeln. Das war, glaube ich, Erzengel. Muss ich mal fix schauen. Ja, Erzengel. So, dann hat sie noch Abilities natürlich. Da nehmen wir Schrittheilung. Nee. Stärkebonus. Und nee, wir machen hier Körper 20, Körper 40. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Körper 20 mache ich weg und da werde ich dann einfach mal Stärke HP-Bonus mit hinmachen, wo das totaler Schwachsinn ist. Ich mache jetzt einfach mal Körper und Geist 40, Körper und Magie 40. Nee, Körper und Geist wollte ich machen, genau. Weil ich vielleicht dadurch ein bisschen, ich weiß es nicht, bezwecken kann, dass, ja, dass die nicht so viel HP abgezogen bekommt von Adele. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier nur Quatsch labere.